Auf der internistischen Station erwarten Dr. Silvia Sommerfeld und Schwester Andrea eine Migränepatientin. Die Frau wurde von ihrer Mutter und ihrer Schwester in die Notaufnahme eingeliefert. Dort musste ihr Arm gegipst werden, da sie sich den während einer Kopfschmerzattacke gebrochen hatte. Die Ärztin alarmieren plötzlich Schreie aus dem Fahrstuhl. Oh, könnt ihr mal schnell zurück? Könnt ihr uns mal schnell in den Rollstuhl? Das ist die Frau Möhnen. Die steht gerade von der. Frau Möhnen. Die ist gerade gestört. Was ist denn passiert? Ich habe einen Migräneanfall gehabt. Was passiert? Sie wollen, Frau Möhnen, können Sie vorsichtig aufstehen? Ja, geht das? Warum sind Sie denn überhaupt gelaufen? Können Sie aufstehen? Kommen Sie mal hier. Also, okay. So, setzen Sie sich mal da. Ich halte fest. Okay, okay, gut. Wir bringen Sie jetzt mal da ins Behandlungszimmer. Ich komme mit. So, dann sind wir hier. So, also, okay. Silvia, das ist die Frau Möhlen, die hat von der Notaufnahme gerade abgeholt. Genau. Ne, mit einem gebrochenen Arm und die hat aber so Migräneattacken. Deswegen sollen sie jetzt hier abgeklärt werden. Jetzt ich wollte sie im Rollstuhl fahren, sie hat es partout abgelehnt. Jetzt genau, ist sie das wäre jetzt nämlich gerade mal die Frage, wieso sie überhaupt läuft. Jetzt ist sie aber gerade zusammengebrochen. Ich habe die Patientin im Fahrstuhl liegend vorgefunden. Sie war im Fahrstuhl kollabiert, weil sie eine schwere Migräneattacke hatte. Zuvor kam sie jetzt aus der Notaufnahme zu uns. Sie ist dort versorgt worden wegen einer Unterarmfraktur mit Gips. Was allerdings die Ursache dieses Migräneanfalls gewesen ist, das sollte sich noch herausstellen. Sie sind voll auf den Arm auch draufgefallen. Darf ich mal? Kommen, was ist denn passiert? Was war denn gewesen? Ich hatte wieder diese Kopfschmerzen und dann dieses Licht im Aufzug. Sie wollten aber laufen, weil Sie wollten nicht, dass Sie jetzt gefahren werden. Wofür denn? Das ist doch nur. Heute ist Morgen. Ist jetzt plötzlich gekommen? Nein, heute Morgen hatte ich ja schon Kopfschmerzen. Deswegen habe ich mir beim dritten Sturz den Arm gebrochen. Ich will, dass das endlich aufhört. Kommen Sie mal her, ich gebe Ihnen jetzt erstmal was gegen die Schmerzen hier rein. Ja? Typische Symptome für Migräne. Ja, mit sind meist einseitig auftretende Kopfschmerzen, die heftigst sind. Oft geht das einher mit Lichtempfindlichkeit, mit Übelkeit, Erbrechen, Lärmempfindlichkeit. Die Leute liegen teilweise 1-2 Tage im Bett mit einem Migräneanfall. Wir haben schon so viel Migräne. Wie lange ist das denn mit diesem Schwindelgefühl? Seit einem Jahr in etwa. Mhm. Und jetzt mit diesen Kopfschmerzen, wie lange geht das schon? Ja, auch. Also das auch war so ja lange. Zeitgleich. Ah ja. Mhm. Silvia, der Zucker ist relativ niedrig. Wie ist auf der 80. Denn? Haben Sie noch nichts gegessen heute? Ein bisschen, ne? Ja, durch den Schreck heute. Ich gebe ihm mal ein kleines bisschen Traubenzucker. Das ist okay, kannst du ihr geben. Mhm. Ja, Sie haben jetzt auch ein Schmerzmittel bekommen. Also das wird jetzt auch gleich mal mit den Schmerzen nachlassen. Anschließend kümmern wir uns auch mal um den Arm. Kann aber jetzt möchte ich, bisschen, wir das können nicht? Das ein bisschen, ein bisschen ja, wir schauen mal, ob das ein bisschen so Schmerzen kriegen. Geht es besser? Ist es besser für Sie? Schauen Sie mal, okay. Ich gebe ihm mal so ein halbes Stückchen. Na? Ursächlich, tja, das ist eigentlich nicht so ganz gesichert, was da ursächlich ist. Es gibt verschiedene Auslöser. Das können zum einen Lebensmittel sein, das kann Rotwein sein, das kann aber auch Stresssituationen können Migräne auslösen. Und verschiedene Lebensmittel können das auch. Wann sind Sie mal untersucht worden deswegen? Ich darf gerade mal? Ja, mal Mama, erzähl du doch. Also, ich habe mit ihr schon eine unheimliche Odyssee hinter uns. Wir sind zu allen möglichen Ärzten gegangen, unter anderem auch zum Neurologen. Ja. Die haben ein CCT gemacht, ein Angio-CT vom Kopf, ein EEG ist gemacht worden, konnten nichts feststellen, kein Tumor, keine Hirnblutung. Also die gesamte Diagnostik keine Reizen, war ohne Befund. Drin, ja, keine Reizleistungsstörung, gar nichts. Und es geht jetzt ein Jahr etwa, seit einem Jahr. Wir erleben das schon häufiger hier in der Klinik, dass Menschen zu uns kommen, die einfach schon eine lange Odyssee von verschiedensten Fachärzten hinter sich haben und wo man immer noch keine befriedigende Antwort gefunden hat auf die Probleme und Symptome. Die Patientin leidet mehrmals im Monat unter heftigen Migräneattacken. Das bedrückt auch ihre Mutter und ihre jüngere Schwester. Bei der Anamnese wird die Ärztin auf ein Symptom aufmerksam, das mit den starken Kopfschmerzen in Zusammenhang stehen könnte. Was ist denn mit Ihrem Bauch? Was ist denn da? Weil Sie sagten auch, der Bauch ja, manchmal habe ich Bauchschmerzen. Ist leicht erhöht. So. 150 zu 90. Okay, Puls ist okay. Ja. Ich darf mal gerade den Bauch anschauen.
mal die Arme, genau, so locker daneben. Das tut weh? Ja. Ist auch unangenehm. Mhm. Haben Sie auch Durchfall, wenn Sie diese Bauchschmerzen haben? Ja, aber auch nicht regelmäßig. Nicht regelmäßig. Mhm. Mhm. Es gibt auch nicht einen umschriebenen Punkt am Bauch, der wehtut, sondern es ist diffus. Der ganze Bauch ist empfindlich. Ja, okay. Auf den ersten Blick ist ein Zusammenhang zwischen Übelkeit, Erbrechen, das gehört zum Migräneanfall sicher dazu, aber Bauchschmerzen im eigentlichen Sinne weniger. Ich habe mich entschlossen, eine Ultraschalluntersuchung wegen der abdominalen Beschwerden durchzuführen. Ich wollte sehen, ob irgendwas Auffälliges im Bauch sichtbar ist, Leber, Gallenblase, ob ich da irgendwas sehen kann. Nur mal tief einatmen, richtig tief und die Luft anhalten. Und ausatmen. Was man sieht, ist, dass die Darmschlingen aufgetrieben sind. Das kann man schon sehen. Ansonsten, Leber ist unauffällig, da ist jetzt nichts. Da ist auch viel Luft im Bauch, gell? Ich sag ja, manchmal ist das auch dann. Es ist die ganze Zeit Bauchschmerzen, dicker Bauch. Und genau. Das dann eine Durchfallattacke. Ja. Okay, gut. Sie können sich das ein bisschen mal wegmachen. Hast du jetzt noch was oder soll ich sie zurückgeben? Im Moment ist es okay. Mhm. Du kannst sie jetzt mal ins Röntgen und anschließend dann noch mal zum Gipsen. Ja. Ne? Nachdem die Patientin auf den Arm gefallen war, war es auch für uns ganz wichtig, jetzt unabhängig von der internistischen Seite, dass der Arm noch mal geröntgt wurde. Es hätte ja noch mal sich was verändern können und ein neuer Gipsverband gegebenenfalls angelegt wird. 2 Stunden später erhält Dr. Silvia Sommerfeld die Röntgenbilder und die Blutwerte der Patientin. Die Ärztin vermutet, dass die Magen-Darm-Beschwerden die Migräne auslösen. Bevor sie das der Frau mitteilen kann, geht es deren Schwester plötzlich schlecht. Hallo, die Damen. Schmeckt? Ja. Okay, Theresa, haben Sie das? Schmeckt es Ihnen, Frau Möhlen? Nee, wenn ich das schon rieche. Okay. Speziell die Nudeln oder überhaupt essen? Okay, alles in Ordnung? Na ja. Hallo? Schätzchen. Frau Möhlen? Frau Möhlen. Alles okay? Frau Möhlen? Nadja, was ist? Ja. Okay. Alles okay. Na gut, lassen wir sie mal. Dann lassen wir sie mal da. Hat sie das öfter? Ach, ab und zu ist ihr schon ein bisschen komisch. Sie hat das sehr oft nach dem Essen. Nach dem Essen? Ja, sie, okay. Ihr ist das nur immer ziemlich unangenehm, Mama. Sie hat mit dir bisher auch nicht darüber gesprochen. Aber so was denn? Erbrechen oder Durchfall? Sie hat Durchfall und spricht kaum drüber. Ganz starke Krämpfe bekommt sie und... Ach. Dann muss sie eigentlich auf die nächste Toilette direkt laufen. Wie lange geht das schon? Ja, auch etwa ein Jahr. So wie bei Ihnen? In etwa. Und sie hat ja jetzt, sie hat ja jetzt die Nudeln gegessen, gell? Mhm. Hängt das damit zusammen? Gegenüber oder Doktor? Setzen Sie sich mal. Hängt das damit zusammen? Setzen Sie sich ruhig mal. Es könnte durchaus sein. Sagen Sie mal, Frau Möhlen, Sie haben das öfter, gell, dass Sie dann Durchfall bekommen und zwar in so einer Weise, dass Sie dann nach dem Essen direkt loslaufen müssen? Ja, manchmal. Sind unangenehm, aber sagen Sie ruhig, also. Ich habe mich entschlossen, die Schwester auch zu untersuchen, nachdem sie diese Beschwerden ja entwickelt hat, als sie die Nudeln gegessen hat. Sie hat ja Nudeln gegessen, die eigentlich für ihre Schwester gedacht waren. Und daraufhin sind die Beschwerden aufgetreten. Also es hat sich dann schon aufgedrängt, in welche Richtung meine weiteren diagnostischen Schritte gehen würden. Und ich konnte das auch gut mit der Schwester in Verbindung bringen. Die Internistin vermutet, dass die jungen Frauen unter einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden. Auf dem Ultraschall erkennt die Ärztin, dass der Dünndarm der 20-Jährigen ebenso aufgeschwemmt ist wie der ihrer älteren Schwester. Jetzt warten wir erstmal die Blutuntersuchung ab. Das ist das Erste. Das ist der erste Schritt. Und dann brauchen wir eine Magen- und Darmspiegelung. Das heißt, wir müssen den Dünndarm auch untersuchen, müssen da eine Gewebsprobe nehmen und schauen, wie der aussieht. Nach der Untersuchung der jüngeren Schwester habe ich meinen Verdacht schon bestätigt gesehen, dass das Ganze in Richtung
Zöliakie geht, also eine Glutenunverträglichkeit. Sie sollten das jetzt zu Hause dann ambulant weiter abklären lassen. Ja. Sie, hat sie einen Hausarzt? Ja, wir haben ja. Eine ganz tolle Hausärztin. Sie bekommen einen Brief von uns mit und lassen das weiter abklären. Ja, ja, vielen Dank, dass ja, Sie sich sehr jetzt gerne. Zeit genommen haben. Gerne. Während die junge Frau nach Hause darf, bleibt die migränegeplagte Patientin zur Beobachtung eine Nacht auf der Station. Am nächsten Morgen liegen Dr. Silvia Sommerfeld die Blutergebnisse der jüngeren Schwester vor. Und die bestätigen ihren Verdacht. Wir haben jetzt auch die Laborwerte von Ihnen. Und es stellt sich eigentlich ganz ähnlich dar wie bei Ihrer Schwester. Und wir haben vor allem auch eins, und das ist ganz wichtig, wir haben wirklich einen Hinweis darauf, dass es sich wirklich um eine Zöliakie, sprich wirklich eine Glutenunverträglichkeit handelt. Wir haben hier die Enzym T-Transglutaminase, das ist bei Ihnen beiden positiv. Und das ist schon ein Hinweis dafür. Obwohl das bei mir so nicht so oft mit Bauchschmerzen ist. Obwohl oder? Das gar nicht so häufig bei Ihnen ist. Vielleicht hast du die Migräne stattdessen. Ja. Genau, das gehört, ja, gehört wirklich mit dazu. Die Migräne der Patientin steht mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch mit der Glutenunverträglichkeit im Zusammenhang. Die kann sich nämlich auf vielerlei Arten äußern. Also sie muss gar nicht unbedingt eine Magen-Darm-Symptomatik machen. Das heißt, der Patient muss gar keine Bauchschmerzen und keine Durchfälle bekommen. Er kann wirklich auch stattdessen zum Beispiel Migräneanfälle bekommen. Also so ein bisschen auch ein Chamäleon in der Diagnostik, was es manchmal auch schwer macht, die Erkrankung überhaupt zu diagnostizieren, weil man nicht dran denkt. So, und was ganz wichtig jetzt ist, Sie suchen Ihren Hausarzt auf, also von internistischer Seite müssen Sie auch nicht mehr länger hier bleiben. Sie müssen die Chirurgen weiter zu Rate ziehen, aber von unserer Seite können Sie dann auch nach Hause. Was als nächstes aber ansteht, ist eine Magen- und eine Darmspiegelung. Also der Dünndarm und der Magen müssen gespiegelt werden. Es müssen Gewebsproben entnommen werden. Bei mir weil das, auch, obwohl das bei nicht Ihnen so beiden. Bei okay. Ihnen beiden. Nur so kann ja. Das feststellen. Ja. Nein, unbedingt. So. Denn wenn das nicht behandelt ist, dann kann das schlimme Spätfolgen haben. Glutenunverträglichkeit kann schon ganz massiv sich auswirken, wenn man sich nicht danach richtet. Also die Darmschleimhaut geht zunehmend kaputt. Das heißt, zunehmend weniger Nahrung kann aufgenommen und resorbiert werden. Es kommt zu Mangelerscheinungen. Und es kann letztlich sogar zu tumorartigen Veränderungen, ja tatsächlich zu Tumoren im Darm kommen. Ja. Okay, doch nicht genug. Ich sage Ihnen tschüss. Vielen, vielen tschüss, Dank. Alles Gute ja. Auch für Sie. Tschüss, tschüss, tschüss. Nach der Beratung eines Diätexperten ernähren sich die Geschwister glutenfrei. Seitdem haben beide keine Magen-Darm-Beschwerden mehr und auch die Migräneattacken der älteren Schwester sind nicht mehr vorgekommen. Der gebrochene Arm der 23-Jährigen verheilt vollständig.